So, einen wunderschönen guten Nachmittag hier aus Böblingen. Mein Name ist Thorsten Völkel von der TRIA Akademie. Wir bieten euch heute in Kooperation mit der Firma OrCam mal wieder Live-Athletik via Stream an. Eine Stunde Athletik, Beweglichkeit, Flexibilität und Ähnliches. Ähnlich wie beim letzten Mal. Wir senden heute nicht aus dem Sportstudio, sondern aus der Praxis Wirbelwind, Partner von meiner Firma TRIA Akademie, mit einem wunderbaren kleinen Geräteraum. Wir legen los, wärmen uns auf, 10 Übungen, 30 Sekunden. Ihr trainiert bei den Übungen bitte so weit, wie eure Beweglichkeit das anbietet, wenn ihr irgendwo Schmerzen habt. Bitte nicht in einen Schmerz reintrainieren. Wir starten sofort. Wir marschieren auf der Stelle und nehmen die Knie dabei so hoch wie möglich. Ja, die Bauchnabel habt ihr nach innen und oben gezogen. Somit habt ihr auch hier im Chorbereich eine Stabilität, die wir sowieso bei jeder Übung eigentlich immer haben sollten. So, als nächstes streckt euch nach oben, Hände nach oben strecken, geht dann leicht in die Knie und mit den Händen über Kreuz auf eure Fußspitzen. Wieder nach oben und dann immer abwechselnd. Denkt dran, dass ihr dabei leicht in die Knie geht, dass ihr es mit einem geraden Rücken machen könnt. Letzten Sekunden. Jetzt legt bitte die Hände aufeinander in Schulterhöhe, Ellenbogen auch in Schulterhöhe. Fixiert eure Hüfte und dreht den Oberkörper nach rechts und dann nach links, soweit wie ihr kommt. Rotation mit dem Oberkörper, die allerdings die Hüfte nicht beinhalten sollte. Ja, also nur aus der Brustwirbelsäule rausdrehen. Wenn ihr merkt, dass ihr jedes Mal ein Stückchen weiterkommt, ist das ein gutes Zeichen. Jetzt stellt euch vor, ihr seid ein Boxer im Ring. Nehmt die Hände so zur Deckung vor euch und tänzelt vor eurem Gegner mit einem Hüftschwung. Also die Hüfte dreht jetzt rechts, links und die Füße gehen abwechselnd auch so rechts, links auf den Boden. Wichtig ist hier dieser Hüftschwung, dass wir jetzt ein bisschen beweglich in der Hüfte werden. Übung nennt sich Boxershuffle, das hat von diesen Boxer-Tippeln abgeguckt. So, jetzt seid ein bisschen vorsichtig. Der rechte Fuß tritt in die linke Hand nach vorne und umgekehrt. Also so ein kleiner Kick, sollte nicht besonders hoch sein, schön locker, nicht dass wir uns da eine Zerrung einfangen. Okay, gut. Hüftbreiter Stand, leicht in die Knie, Hände in die Hüften, Oberkörperrotation. Das heißt, ihr bewegt euren Oberkörper nach links, dann nach vorne, nach unten, über die rechte Seite wieder nach oben und dann wechselt ihr die Drehrichtung. Oberkörper rotieren. Aus einer stabilen Hüfte raus. Dadurch, dass ihr leicht in die Knie geht, kommt ihr dabei besser rum. Besser nach unten. Und die nächste Übung könnt ihr gerade so hüftbreit stehen bleiben. Die tiefe Kniebeuge. Po weit nach hinten, Arme nach vorne und so tief runter, wie ihr individuell kommt. Achtet ein bisschen darauf, dass eure Knie sauber nach vorne gehen. Also nicht nach innen oder nach außen sich bewegen. Und dass ihr wirklich so tief runter geht, wie es euch möglich ist. Schmerzfrei natürlich. So, die schwierigste Übung kommt jetzt, der Skater. Das rechte Bein geht diagonal, schräg hinter das linke. Mit links geht ihr leicht in die Knie, rechte Hand auf die linke Fußspitze und dann zur anderen Seite rüber. Das hat irgendwie was von so einem Eisschnellläufer. Immer ein Bein diagonal hinter das andere und die gegenüberliegende Hand auf die Fußspitze
Oberkörper geht dann leicht mit runter. So, dann machen wir noch den Hampelmann. Guter alter Hampelmann. Ihr könnt entweder springen oder ihr geht einen Schritt zur Seite, nehmt die Hände oben zusammen, wieder in die Mitte, Hände nach unten und zur anderen Seite Hände oben zusammen. Wenn ihr aus irgendwelchen Gründen nicht springen wollt oder könnt, könnt ihr das auch im Gehen machen. So, dann noch ein bisschen auf der Stelle joggen. Die letzten Sekunden laufen und dann hoffe ich, dass ihr jetzt ein bisschen warm seid, leicht angeschwitzt vielleicht. Eine Übung zur Mobilisation. Dann tun wir was für unsere Faszien und zwar eine Rückenübung im Stehen. Es gibt relativ wenig Rückenübungen, die man im Stehen ausführen kann. Da gibt es eher die Übungen, wo man auf dem Bauch, auf dem Boden liegt. Aber ich habe da eine und zwar modifizieren wir auch im Laufe der Zeit. Im ersten Durchgang. Stellt euch vor, ihr wollt euch auf einen Stuhl setzen und merkt im letzten Moment, da liegt was und bleibt so quasi kurz vor der Stuhlfläche stehen. Legt jetzt die Hände auf die Knie. Oberkörper ist jetzt so leicht, 45 Grad nach vorne gebeugt. Gerader Rücken, Blick nach vorne. Und jetzt nehmt ihr einfach den rechten Arm, streckt den in Verlängerung der Wirbelsäule nach oben, wieder nach unten und dann den linken Arm. Das heißt, ihr habt fast so eine Haltung, als ob ihr kurz vorm Stuhl seid und streckt dann immer abwechselnd die Arme in Verlängerung eures Körpers nach oben. Der Blick leicht nach vorne, der Rücken sollte gerade sein. Ich zeige es euch auch mal noch von der Seite. 30 Sekunden sind um. Wer ein paar Sekunden dranhängen möchte, ich sage euch immer 30 und 40 Sekunden an. 40 sind jetzt um. Bisschen die Beine ausschütteln in der Pause, weil ihr merkt, es ist nicht nur eine Rückenübung, Statik im Rücken, sondern auch in den Beinen. So, als nächstes modifizieren wir das Ganze ein bisschen. Geht wieder jetzt in die gleiche Grundposition. Hebt den rechten Arm hoch. Blickt jetzt in die Handfläche und dreht den Arm nach hinten, soweit wie es geht. Der Blick geht mit. Arm wieder nach vorne, nach unten. Arm hoch, nach hinten drehen. Dabei muss euer Rumpf rotieren. Und wieder zurück. Also wir haben jetzt diese Position erweitert eine Rumpfdrehung. Sekunden sind um. Und die 40 jetzt auch. Dritte Runde wird dieselbe Übung sein wie in der zweiten Runde. Also mit dieser Rumpfdrehung. Damit haben wir die Übung durch diese wertvolle Komponente der Rotation erweitert. 2 Sekunden, dann geht's weiter und los geht's. Arm nach oben, nach hinten, wieder nach vorne und runter. So, noch wenige Sekunden. 30 Sekunden sind um. Und die Leute, die 40 Sekunden trainieren. 3, 2, 1. Und gut. So, ich hoffe, ihr habt euch auch was zu trinken bereitgestellt. Trinkt bitte immer zwischen den Übungen. Ja,
darf gerne ein halber Liter bis zu einem Liter werden. So, ihr braucht jetzt einen Stuhl oder eine Wand, etwas, wo ihr euch dann festhalten könnt. Die Übung haben wir beim letzten Mal auch schon mal gemacht. Das ist auch wieder eine Mobilisation der Hüften aus dem Faszienbereich, nämlich das Beinschwingen. Baut euch, also ich fange so an, dass ich mich mit rechts festhalte und mit dem linken Bein beginne. Das Bein sollte gestreckt sein, die Fußspitze angehoben und das Bein sollte dann im gestreckten Zustand nach vorne und nach hinten bewegt werden. Der Oberkörper, ihr könnt schon einfach loslegen, die Zeit läuft. Der Oberkörper bleibt möglichst ruhig. Und dazu halten wir uns am Stuhl fest, dass wir sozusagen uns auf die Beinbewegung konzentrieren können. Jedes Mal, wenn das Bein nach vorne oder hinten geht, habt ihr so einen kleinen Moment, wo ihr die Dehnung vorne im Hüftbeuger oder hinten im Hüftstrecker spürt. So, dann macht bitte einmal den fließenden Wechsel. Einfach umdrehen. Und dann die andere Seite. Je ruhiger der Oberkörper, desto effektiver wird das Ganze. Wenige Sekunden noch. Und gut. Man kann das Ganze natürlich auch freihändig machen. Dann braucht man aber viel mehr Kontrolle, um den Oberkörper möglichst ruhig zu halten. Und mir kommt es darauf an, dass die Übung wirklich da ankommt, wo sie hin soll, nämlich in den Hüften. Ne? Faszien, das ist dieses weiße Gewebe, was den ganzen Körper verläuft, die mögen das, wenn man quasi so Muskelbewegungen macht und dann am Ende nochmal so Dehnungen mit drauf kommen. Macht euch bereit, zweite Runde. Ich fange wieder mit rechts, also mit rechts haltend an und links mit dem Bein. Versucht jetzt einfach mal ein bisschen tiefer in die Dehnung reinzuarbeiten, also die Amplitude eurer Bewegung etwas zu steigern. Vielleicht merkt ihr auch schon von selbst, dass ihr einfach jetzt ein bisschen beweglicher schon geworden seid. Einmal bitte den Seitenwechsel. Richtig schöne pendelförmige Bewegungen, nicht abgehakt, sondern schön durchschwingen, schwingt dann eigentlich fast von alleine. Und die nächste Pause. In der Pause könnt ihr gerne nochmal die Beine ein bisschen ausschütteln. Was anfänglich so einfach aussieht und sich auch so einfach anfühlt, wird auf Dauer dann doch ganz schön anstrengend. Das ist gerade immer bei diesen Faszienübungen der Fall. So, wir haben noch einen Durchgang und dann kommen wir zur nächsten Übung. 3, 2, 1 und der dritte Durchgang. Richtig schöne schwingende Bewegungen. Eure Hüftmuskulatur und die Faszien drumherum, wo man ja das ganze Bindegewebe zuzählt, also auch die Sehnen und Bänder, die werden es euch danken. Einmal den Seitenwechsel bitte. Nach 10 Sekunden. Und gut. Stuhl könnt ihr beiseite stellen. Trinkt nochmal einen Schluck. So. Die nächste Übung. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Golf gespielt hat. Hat ein bisschen was von so einem Golfschwung. Und zwar,
Die Grundbewegung ist folgende. Wir machen hier auch wieder pendelförmige Bewegungen, und zwar pendeln beide Arme über die Schulter. Ich fange jetzt links an. Beide über die Schulter links nach hinten. Der Körper wird dann so ein bisschen nach links gestreckt. Das rechte Bein dreht er jetzt so ein bisschen mit, also die Fußspitze leicht nach außen, sodass ihr jetzt in dieser Position eure rechte Körperflanke ganz deutlich spürt. Dann schwingt ihr die Arme nach unten, einmal kurz hinterm Po und auf der anderen Seite nach oben. Und da geht dann natürlich auf der anderen Seite das Bein mit. Also der ganze Körper windet sich in die Richtung, in die ihr schwingt. Und es sieht so ein bisschen aus wie so ein Golfschwung, wenn das Bein so eindreht. Ferse dreht nach außen. Und ihr solltet wirklich dann eure Körperflanke ganz deutlich spüren. Wenn nicht, dann müsst ihr noch ein bisschen die Arme mehr nach hinten oben reißen und euch so ein bisschen zurücklehnen, dass ihr das dann spürt. So, noch einmal und dann lasst es unten auspendeln. Lockert euch ein bisschen auf. Und das war schon der erste Durchgang. Wie gesagt, auch eine schöne pendelförmige Bewegung zulassen. Und dann macht es auch Spaß. Zweiter Durchgang. Los geht's. Das Pendel schwingt immer einmal kurz hinter eurem Po und nimmt dann Schwung und geht wieder über die Körpervorderseite, über die Schulter. Diese seitliche eingedrehte Bewegung. Sekunden sind um. Ihr könnt es schon ein bisschen auspendeln lassen und die 40 Sekunden, Leute, können es jetzt. Ich lasse es unten noch ein bisschen auspendeln, die Arme, dass ich nicht abrupt stoppe mit der Bewegung. So, 10 Sekunden. Dann sind wir auch schon im dritten Durchgang. 3, 2, 1 und auf geht's. Ich nenne die Übung Golfsprünge, keinen anderen Namen dafür. Letzter Durchgang Golfsprünge. Nochmal richtig schön euch reinlegen, nochmal sauber diese Drehung durchführen. Immer jeweils die Dehnung auf der Körperflanke spüren. 30 Sekunden sind um. Und dann lasst es auspendeln. So, jetzt habe ich noch eine sehr, sehr schöne Übung für euch. Nennt sich fliegendes Schwert. Ich glaube, wir haben im Vorfeld geschrieben, dass ihr ein 2 Kilo Gewicht benötigt. Das kann durchaus eine Flasche sein, die mit Wasser gefüllt ist oder mit Sand. Oder irgendwas, was ihr in die Hand nehmen könnt, was so ungefähr 1 bis 2 Kilo hat. Wenn ihr es ohne, wenn ihr kein Gewicht bei der Seite liegen habt oder wenn ihr es ohne Gewicht machen möchtet, auch kein Problem. So, stellt euch vor eurem Körper, es gibt so ein Spiel, Fruit Ninja, das spielen die Kinder immer ganz gern. Vor eurem Körper schwebt so eine imaginäre große Frucht, Kürbis oder eine Wassermelone, und ihr habt ein Schwert, mit dem ihr diese Frucht zerteilen wollt. Das heißt, hüftbreiter Stand oder leicht mehr als hüftbreiter Stand. Ihr nehmt euer Schwert in beide Hände, holt aus, das heißt, ihr geht mit den Armen, mit den Händen hinter den Kopf, geht in eine leichte Rückbeuge, schiebt die Hüfte etwas vor und dann hackt ihr nach vorne mit eurem Schwert die Frucht kaputt, pendelt dabei zwischen den Beinen durch und wieder nach oben. Es ist auch wieder so eine Pendelbewegung. Ihr pendelt quasi mit euren Händen, mit eurem Gewicht zwischen den Beinen durch, so weit nach hinten wie es geht. Und dann wieder nach oben. Wichtig ist, dass ihr oben in so eine Rückbeuge geht
mach das mal von der Seite. Und es ist jetzt die Übung für die Körpervorderseite und die Körperrückseite. Lass es jetzt ausschwingen, bitte unten. Und mach dann eine kleine Pause. Wie gesagt, man kann das auch gerne ohne Gewicht durchführen. Wichtig ist bei dieser Übung, dass ihr das Schwingen zulasst, dass ihr euren Körper nicht auf dem Weg nach unten abbremst, dass ihr wirklich die Pendelbewegung frei zulasst, dass ihr in die Rückbeuge geht, Hüfte nach vorne schwingt, dass ihr also jeweils die Körpervorderseite und die Rückseite spürt. Wir starten mit dem zweiten Durchgang. Auf geht's! Dabei auch leicht in die Knie gehen. Wer ein bisschen Probleme mit dem niedrigen Blutdruck hat, einfach aufpassen bei dieser Übung. Und dann lasst es unten auspendeln. Ja. So, zwei Durchgänge haben wir. Macht euch bereit für den dritten. Und dann kommt der nächste Teil der Stunde mit den Stabilübungen. Dritter Durchgang, go! Manche sagen auch Holzhacken hierzu. Wie ihr mögt. Noch einen Schlag und dann wieder unten auspendeln lassen. Jawohl. So, Gewicht. Kurz auf Seite. Trinkt den Schluck. Ich zeige euch die nächste Übung. Eine Stabilübung. Die sogenannte Sumo-Kniebeuge. Bei dieser Sumo-Kniebeuge steht ihr viel breiter als hüftbreit und eure Fußspitzen sind fast 45 Grad nach außen gedreht. Wenn ihr jetzt eine Kniebeuge macht, also in die Knie geht, spürt ihr die Belastung auf der Oberschenkelinnenseite. Also, wir machen diese Kniebeuge. Dann legt ihr die linke Hand aufs linke Knie, euer Rumpf ist aufgerichtet und geht jetzt mit der rechten Hand über den Kopf auf die linke Seite, Rumpfbeuge. So tief wie es geht, kurz halten, wieder in die neutrale Position, hochkommen, dann die nächste Kniebeuge und auf die andere Seite die Rumpfbeuge durchführen, in der Kniebeuge. Also jedes Mal eine Kniebeuge, gehalten, dann halten. Rumpfbeuge durchführen und wieder nach oben kommen. Wunderbare Übung, dehnend und kräftigend zugleich. Nach einem Durchgang, also eine Übung und dann machen wir eine kleine Pause. Ja, ihr merkt sicherlich, dass der Ansatzpunkt bei dieser Art von Kniebeuge ganz anders, ganz woanders ist, auch so ein bisschen Po, Oberschenkelansatz, außen, genau. Zweite Runde, bereitet euch vor, gleicher Stand, los geht's. Ich starte mit linker Hand auf dem Knie. Ne, denkt daran, der Oberkörper ist aufrecht. Also nicht nach vorne oder hinten geneigt und wird nur zur Seite geneigt. Sekunden sind um. Und die 40 jetzt.
Macht euch bereit für den nächsten Durchgang in 3 Sekunden. Und los geht's. Ich fange wie immer an, beuge mich nach links drüber. Sumo-Kniebeuge. Gefällt euch vielleicht? Könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. 30 Sekunden sind um. Und die 40 sind jetzt um. So, für die nächste Übung benötigt ihr die Matte. Die habe ich dummerweise noch nicht ausgebreitet. So, begibt euch auf den Boden, auf den Rücken, die Füße stellt ihr an, sodass ihr ein bisschen weniger als 90 Grad im Knie habt. Jetzt nehmt ihr den Po nach oben, sodass ihr von Knie bis zur Schulter eine Linie bildet und nehmt abwechselnd die Füße nach oben. Also marschiert sozusagen auf der Stelle. Ihr könnt schon mitmachen, die Zeit läuft. Die Übung nennt sich Himmelsläufe. Achtet bei dieser Übung nur drauf, dass euer Po sich nicht mit der Zeit absenkt, sondern dass er richtig schön stabil oben bleibt. Das ist die Kunst dabei und dann kommt die Kraft auch im unteren Rücken an, im Po und in den hinteren Oberschenkeln. 30 Sekunden sind um. Den Kniewinkel müsst ihr bei der Übung übrigens nicht ändern. Es reicht, wenn ihr einfach aus der Hüfte die Beine abwechselnd nach oben nehmt. 40 Sekunden sind jetzt um. Das Schöne ist, bei der Übung kann man einfach in der Pause auf dem Rücken liegen bleiben und sich einfach mal eine halbe Minute oder 20 Sekunden entspannen. Entspannung ist relativ schnell vorbei. 2, 1, die zweite Runde. Was macht ihr mit den Armen? Die Arme könnt ihr zur Seite legen, könnt ihr aber auch nach oben nehmen, vor der Brust verschränken. Das ist nicht so entscheidend. Wie gesagt, bei dieser Übung ist es mir wirklich wichtig, dass der Po oben bleibt, dass ihr euch immer mal wieder kontrolliert und stabilisiert. 30 Sekunden sind um und die 40 Sekunden in 3, 2, 1, jetzt. Wieder entspannen. Und wir starten gleich in 3 Sekunden. 2, 1, hoch den Po und auf der Stelle marschieren. Dritter Durchgang dieser schöne Übung, die nicht besonders anstrengend, aber sehr effektiv ist. 30 Sekunden sind um und die 40 in 3, 2, 1, jetzt. So, ihr könnt in der Position liegen bleiben. Das war jetzt eher eine rückseitige Übung. Jetzt gehen wir auf die Vorderseite zum Bauch und zwar begebt ihr euch mit den Beinen in die Tabletop-Position. Das bedeutet, ihr habt 90 Grad in der Hüfte, die Oberschenkel quasi nach oben zeigend und die Unterschenkel sind auch 90 Grad im Knie, sozusagen am Boden parallel. Das ist die Tabletop-Position. Und jetzt habt ihr die Arme an der Seite, hebt die an und hebt den Oberkörper an, soweit wie es geht und haltet die Position.
Ihr merkt dann auf jeden Fall, da müsst ihr mit der Bauchmuskulatur gegenarbeiten. Dann noch einen kleinen Augenblick Zeit. Und jetzt geht's los. Tabletop-Position halten, Oberkörper anheben, die Arme ziehen so ein bisschen seitlich nach vorne. Wir sind so ein bisschen das Widerlager dabei. So hoch, dass ihr das mit der Bauchmuskulatur gut halten könnt für die halbe Minute bzw. die 40 Sekunden. Blick ist nach oben gerichtet, am bequemsten eigentlich für den Hals, Nackenbereich. 30 Sekunden sind vorbei. Und die 40 in 3, 2, 1, jetzt. In der Position könnt ihr euch jetzt hier so ein bisschen zusammenkauern, die Knie ein bisschen anziehen und euch den Rücken so leicht massieren auf der Stelle. Auch das passiert, die Assistenten. Nächste Runde, auf geht's. Auch das passiert, dass diese Smartphone-Assistenten Die Sekunden sind um. Zwei, eins, du jetzt nicht mehr. Macht euch bereit, wir starten in die dritte Runde jetzt. Sekunden noch. Eins, die 30 Sekunden sind rum. Und jetzt noch die 40. Das ist der Nachteil, wenn man seinen Trainingsplan so ein bisschen zum Spicken auf dem Smartphone neben sich liegen hat und dann eben irgendeine Phrase verwendet, die dann, naja, diese bestimmten Programme aktivieren, die dann, wie gerade eben, dazwischen plappern. So, wir machen weiter mit einer Übung für die Hüfte. Diejenigen unter euch, die vielleicht künstliche Hüftgelenke haben, müssen mal schauen, ob sie die Übung durchführen können. Ich kenne allerdings auch schon viele Leute mit Hüftproblemen, denen die Übung sehr gut getan hat, auch mit künstlichen Gelenken. Schaut einfach, wie es für euch passt. Ihr geht in die Vierfüßerposition, das heißt mit den Händen, Knien und Füßen auf dem Boden. Versucht aus dieser Position den Rumpf möglichst stabil zu halten und hebt jetzt abwechselnd die Beine oder ihr dreht jetzt einfach die Beine seitlich raus, so weit wie es geht. Dann wieder zurück und die andere Seite. Also einfach den Oberschenkel in der Hüfte nach zur Seite rausdrehen. Ich nenne die Übung Beinheben seitlich. Es gibt eine Menge Leute, die sich dafür andere Namen ausgedacht haben, auch von meinen Athleten. Ja, bleibt jedem selbst überlassen, woran er denkt bei dieser Übung. Aber unheimlich gut für die Hüftbeweglichkeit und auch für die Oberschenkelmuskeln seitlich, Muskulatur, sehr, sehr gute Übung. So. Ihr seid in der ersten Pause. Da könnt ihr euch einfach in die Kindposition aus dem Yoga begeben, sprich den Po Richtung Fersen nehmen, den Kopf mit der Stirn ablegen und so in der Pause ein bisschen entspannen.
So, der dritte Durchgang startet genau jetzt. Aus dem Vierfüßler wieder das seitliche Bein heben. Versucht wirklich da euch so festzustellen mit dem Körper, dass ihr wirklich da nur die Beine und die Hüfte vielleicht minimal mitbewegt. Sekunden sind rum. Schon mal wieder ein bisschen entspannen. Und 40 sind jetzt um. Somit haben wir jetzt in den vergangenen 4 Übungen schon mal einen schönen Querschnitt für unseren Körper trainiert. Bauch, Rücken, hintere Oberschenkel, Po-Muskulatur. Und der dritte Durchgang. Los geht's. Wenn euch wundert, dass wir noch nicht beim Stretching sind, wir im Gegensatz zur ersten Stunde sind wir heute. Die 45 Minuten ging, sind wir heute bei einer Stunde unterwegs. 30 Sekunden sind rum und haben somit ein paar mehr Minuten Zeit und Spielraum für Übungen. Aber keine Bange, wir werden uns am Ende auch noch stretchen und das wird dann auch noch ganz entspannt. So, die nächste Übung. So eine Vorstufe von der Liegestütz und somit was für die Brustmuskulatur, und zwar der sogenannte Bergsteiger. Ihr geht in die Stützposition, sprich, als ob ihr eine Liegestütz durchführen wollt, habt euren Körper wie ein Brett, das heißt der Po schön nach unten, Schultern über den Handgelenken, und jetzt geht ihr immer abwechselnd mit einem Bein unterm Körper nach vorne und wieder zurück. Könnt auch gerne euch vorne einmal kurz abstellen und wieder zurückgehen. Die Zeit läuft. Auf geht's. Wichtig ist, dass ihr dabei nicht ins Hohlkreuz fallt und dass ihr versucht, immer eine schöne Linie mit eurem Körper zu bilden. Sekunden sind um. Könnt euch jetzt wieder in die Kindposition geben. Und die 40 sind jetzt auch um. So, es geht weiter in 5 Sekunden. Macht euch schon mal bereit. 3, 2, eins. Und los geht's. Bergsteiger Runde 2. Da ist natürlich der Oberkörper gefragt, aber auch Rücken, Bauch sind mit im Spiel. Sekunden sind vorbei. 40, 3, 2, 1. Jetzt noch eine Runde. Drei, zwei, eins. Und los geht's, die letzten Bergsteigermeter, sozusagen die letzten Höhenmeter, wenn ihr so wollt.
15 Sekunden laufen und 30 Sekunden sind um. Und die 40 sind jetzt um. So, ihr habt es geschafft. Das war der anstrengende Teil. Trinkt noch einen Schluck. So, dann führen wir noch ein abschließendes Stretching durch, welches den ganzen Körper einmal behandelt. Ich würde euch bitten, dass wir im Stehen anfangen. Wenn euch die Übungen gefallen und ihr mehr davon haben möchtet, dann schaut gerne auch mal in die erste Aufzeichnung der ersten Stunde oder auch in meinen Kanal. Die Infos dazu könnt ihr bei mir erfragen, würde mich sehr freuen. Die Übungen sind da eigentlich auch ähnlich detailliert erklärt. Audiovisuell. Ja, würde mich echt freuen, auch da vielleicht mal ein Feedback von euch zu bekommen. Stellt euch jetzt hüftbreit auf. Ihr dürft die Schuhe gerne ausziehen, das mache ich auch immer gerne während des Cooldowns. Also, dann stellt euch hüftbreit auf. Leicht die Knie beugen. Bauchmuskeln leicht anspannen, das heißt Bauchnabel nach innen oben ziehen, Pobacken zusammen und dann einfach mal atmen. Einatmen, Arme nach oben nehmen, ausatmen, an der Seite entlang nach unten nehmen. Eine Bewegung von euch sollte so lange dauern, wie ein Atemzug dauert. Also jetzt einatmen, Arme nach oben nehmen, Arme sind oben, Atmung ist auch abgeschlossen. Genauso wie eure Atmung fließt, sollten die Bewegungen ineinander überfließen. Ich drehe mich mal zur Seite. Jetzt machen wir Folgendes. Wenn ihr als nächstes die Arme oben habt, dann kommt ihr die Vorbeuge, nehmt die Arme vorne runter. Leicht in die Knie gehen, Hände neben die Füße und den Oberkörper versucht mal möglichst nah in die Oberschenkel zu bekommen oder legt ihn sogar auf die Oberschenkel ab und der Kopf ist tief. Also die Position im Augenblick. Und dann atmet ein und nimmt die Arme über die Seite. Geht nach oben über den Kopf, atmet aus, nimmt die Arme wieder runter. So, die Übung führen wir dann in eurem eigenen Tempo noch zwei, dreimal durch. Das heißt, wir fangen an. Einatmen, Arme nach oben, ausatmen, über die Vorbeuge nach unten kommen. Bleibt hier ein Atemzug drin, einatmen, ausatmen. Mit einatmen kommt ihr wieder hoch. Und mit Ausatmen die Arme wieder nach unten in die Ausgangsposition. Zweiter Durchgang. Und dann ein drittes Mal. Und gut. Okay. So, etwas für eure Halsmuskulatur. Da haben wir letztes Mal so einen Halbkreis gemacht. Diesmal machen wir es mal etwas anders. Euer linker Arm geht an der Seite so ein bisschen aktiv nach unten, als ob ihr nach unten nach was greifen wollt. Der Kopf ist ganz gerade, der Oberkörper auch. Jetzt nehmt ihr eure rechte Hand ans linke Ohr und zieht euren Kopf leicht nach rechts rüber, sodass ihr jetzt auf der linken Seite im Halsbereich die Dehnung spürt. Ich
löst das Ganze wieder, wechselt die Seite, diesmal zieht der linke Arm nach unten und der rechte Arm nach unten, Entschuldigung, und der linke Arm zieht euren Kopf nach links drüber. Okay, auch wieder gut. Atmet ein, nehmt die Arme jetzt in so eine U-Haltung, das heißt, die Oberarme sind bodenparallel, 90 Grad in der Schulter und die Unterarme wiederum 90 Grad dazu, zeigen gerade zur Decke. Die Handflächen und die Ellenbogen zieht ihr so weit nach hinten, wie es möglich ist. Stellt euch jetzt vor, eure Füße sind im Boden verankert. Verwurzelt, atmet ein und dreht euren Körper jetzt nach rechts rüber, so weit wie es geht. Haltet diese Position zwei Atemzüge. Dreht dann mit Einatmen wieder in die Mitte und dreht euch dann auf die linke Seite. Rotiert auf die linke Seite. Wieder zur Mitte und noch einmal nach rechts. Zur Mitte mit einatmen und ein letztes Mal nach links und wieder zur Mitte, atmet aus, nimmt die Arme nach unten und rotiert in der Folge mal mit den Schultern bei hängenden Armen nach vorne. Die Schultern tief. Wir haben ein bisschen was auf unseren Handgelenken gemacht, deswegen möchte ich die Handgelenke auch gerne dehnen. Streckt den rechten Arm gerade nach vorne, fasst euch an der Unterseite der Finger und zieht die Finger jetzt Richtung Schulter, also überstreckt das Handgelenk, aber so, dass es euch gerade noch angenehm ist. Löst das Ganze, schüttelt die Hand so ein bisschen aus und wechselt zur anderen Seite. Auch hier wieder lösen und ein bisschen ausschütteln. Sehr gut. So, dann noch was für die Oberschenkelvorderseite. Nehmt euch einen Stuhl oder haltet euch an der Wand fest. Ich fange an und halte mich mit rechts fest. Linke Hand geht zum linken Sprunggelenk. Die Knie sind dicht beieinander und ihr zieht sozusagen jetzt das Sprunggelenk Richtung Po, sodass eure Oberschenkelvorderseite in der Dehnung ist. Löst das Ganze, wechselt die Seite. Und wieder lösen, Beine kurz ausschütteln. Kommt dann nach unten. Vier Füße. Das haben wir letztes Mal, glaube ich, auch gemacht, die Katze-Kuh-Position. Die eine Position ist der Katzenbogen, also ihr macht einen Rücken und streckt nach oben raus. Blick ist auf die Knie gerichtet und der Kuhrücken ist genau das Gegenteil. Der Kopf schaut nach vorne und der Rücken ist so ein bisschen nach unten durchgerollt. Das erreicht ihr auch immer durch ein Anstellen und Abstellen des Beckens. Und wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Ihr geht bitte in die Katzeposition. Atmet ein und aus. Jetzt atmet ihr ein. Stellt zuerst das Becken an und geht dann Wirbel für Wirbel nach oben in den Kuhrücken.
Schluss nehmt ihr den Kopf hoch, habt fertig eingeatmet. Jetzt fangt ihr an auszuatmen, nehmt erst den Kopf runter und geht dann Wirbel für Wirbel die Wirbelsäule nach unten, stellt zum Schluss das Becken an und seid im Katzenbuckel. Geht es immer so mit eurem Atemrhythmus hin und her. Und ganz wichtig, dass ihr jedes Mal diese Welle, die Wirbelsäule entlang laufen lasst. Sehr schön und gut für die einzelnen Wirbelbeweglichkeiten. Eine Übung, die ich sehr gerne mag. Sieht auch morgens gut als Mobilisation, wenn man so ein bisschen steif aus dem Bett aufsteht, ein bisschen hüftsteif, kann man das wirklich wunderbar machen. So, dann kommt noch einmal in die Kuhposition und dann beim Ausatmen bleibt ihr einfach neutral im Vierfüßer. Legt euch dann bitte auf den Rücken. Auch noch eine Dehnung, die ich auch unheimlich wichtig und unheimlich gut finde. Ihr legt die Arme zur Seite, so ein bisschen T-förmig. Stellt die Beine an. Die Knöchel sind ganz dicht beieinander und die Knie auch. Ihr atmet ein. Und beim Ausatmen dreht ihr die Beine übereinander auf die linke Seite und den Kopf auf die rechte Seite. Soweit wie es geht, bleibt in dieser Position für zwei Atemzüge. Atmet dann ein, kommt in die Mitte. Und beim nächsten Ausatmen geht ihr auf die jeweils andere Seite. Beim Verfringen der Wirbelsäule bringt nicht nur was für die Rückenmuskulatur, auch für die Extremmuskulatur. Und wenn es bei euch mal knacken sollte, in den Wirbeln, dann schafft ihr es sogar mit dieser Übung so leichte Wirbelblockaden zu lösen. Kein schlechtes Zeichen, wenn es dann einmal so einen Knack gibt. Das passiert bei mir bei jedem zweiten Mal, wenn ich die Übung anwende. So, macht noch einmal rechts, einmal links. Bleibt dann in der Mitte. Rechte Knie in beide Hände, linke Bein könnt ihr ausstrecken und zieht euch dann mit einem kleinen Impuls nach oben. Jawohl. So, mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ihr die Übung gut verstanden habt und gut nachmachen konntet und dass ihr euch auch ein bisschen Spaß gebracht habt, dass die ein oder andere vielleicht eine ganz neue Bewegung für euch war und ein ganz neuer Aspekt, gerade die Faszienübungen. Wir sind jetzt mit diesem Format noch zweimal auf Sendung. Ich freue mich da sehr drauf und wir werden das nächstes Mal auch wieder ein bisschen steigern. Also es wird keine Monotonie aufkommen. Ich versuche da immer 95% neue Übungen einzubauen. Und ja, ich blende euch jetzt zum Schluss nochmal meine Kontaktdaten ein und lese sie auch nochmal vor. Denn ich würde mich auch sehr freuen über Feedback oder über Fragen. Ihr dürft da gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Also das Unternehmen nennt sich Triakademie von Triathlon Akademie. Thorsten Völkel mein Name und ihr könnt gerne Kontakt unter der E-Mail-Adresse training@triakademie.de zu mir aufnehmen oder über meine Rufnummer, gerne auch über WhatsApp. Das ist dann die +49 für Deutschland. 177-208-1769, nochmal wiederholen, +49-177-208-1769 und auf der Website triakademie.de findet ihr jede Menge Informationen und auch einen Link zu
meinen anderen Videos. Und wenn ihr meinen Facebook-Kanal erfahren wollt, dann schreibt mir, gebe ich euch gerne die Adresse. Die ist ein bisschen zu lang, um die jetzt hier vorzulesen. Macht's gut, bleibt zu Hause, bleibt fit und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Thorsten.